Hallo Leute, willkommen zurück zu Worms Mayhem. Nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder eine Runde aufgenommen. Has been put on hold while the inspectors visit. So the building site is empty. Punkt. Und die Baustelle ist leer. What are you doing here? The inspectors have just arrived. Oh, sind die nicht süß? To see you. Thought that might wipe the smile off your face. Die sehen halt so bescheuert aus. You'll need to make your way up this building. Collect the crate at the top. It contains a parachute. Okay. Parachute across to the crane platform. And you're out of danger. Get moving then. Sehr sinnvoll, auf jeden Fall. Mit WASD. Oh Gott, die Steuerung. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel Worms Reloaded gespielt. Lustigerweise, fragt mich nicht warum. Ich hatte auf einmal wieder Lust darauf. Da gibt es jetzt bald auch ein paar Battles und dann kommen auch, mein Gott, so, wenn ich das hier mal ein bisschen mehr drauf habe, ein paar Battles von Worms Mayhem und nicht nur von Worms Reloaded. Hui! Soll ich die jetzt auch töten oder soll ich einfach nur abhauen? Ich renne jetzt einfach mal weg. Du dummer Wurm. Move it, Sunshine. Los. Lauf. Scheiße. Fail. Ich hätte definitiv in dieser Runde noch nach oben gehen können, den Fallschirm nehmen können und runterfliegen können. Was macht er? Wow. Zug überspringen. Wie gefährlich. Und jetzt nehme ich wahrscheinlich den anderen. Oh, super. Alles muss mit einem Mal klappen. Dieser Wurm wird es schaffen. Los! Springwurm! Also, der sieht ja eigentlich aus wie so ein Penis, aber das sehen, glaube ich, alle Würmer. So sind, glaube ich, alle Würmer. So sehen alle Würmer aus. So, auch richtig. Und ich glaube, das Ziel war... Also, das Ziel ist klar, dass er jetzt da runter muss, aber... Es gibt ja mal eine Zielzeit und die habe ich jetzt gerade... nicht gezeigt. Und ich meine, da stand 45 Sekunden. Und ich frage mich, wie das möglich sein soll. Oh, cool. Ah. Und jetzt? Oh Gott, wo ist er denn? Ich bin blind. Oma? Ach da, nein! Was ist das denn für ein Geräusch? Moment, das irritiert mich gerade leicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gerade noch hört oder ob man das gerade gehört hat. Ich verstehe überhaupt nicht, was das jetzt soll. Der neue Laptop ist jetzt gerade einfach... lol. Neu gestartet worden. Warum auch immer. Jetzt könntet ihr mal eben analysieren, woran das liegen könnte. Kann es sein, dass der PC neu startet, wenn Windows Update da ist? Also ja, klar. Normalerweise... oh Gott. Normalerweise müsste er das, aber tut er es wirklich, weil unten rechts steht ja des Öfteren dann, Windows Update muss jetzt installiert werden und dann läuft halt die Zeit ab. Startet er wirklich neu, wenn die Zeit bei 0 ist? Weil das habe ich noch nie beobachten können, weil ich... aua. Weil ich immer die Zeit erweitert habe, wenn ich gerade nicht neu starten wollte. Das ist jetzt so die einzige Erklärung. Oh Gott, habe ich den jetzt selber aktiviert oder wurde der aktiviert? Nein! Nein! Wow! Holy shit! Success. Erfolg! Das war das Level! Ich habe total gefailt! Das sollte ich eigentlich nochmal machen. Kann ich das nochmal machen? Bestimmt! Mission erfolgreich beendet! Glückwunsch! Du hast den Level in 3 Minuten 5 Sekunden erfolgreich beendet. Die vorgegebene Zeit war 0 Minuten und 45 Sekunden. Bereite dich auf das nächste Kapitel der spannenden Story vor. 30 Münzen als Belohnung erhalten. Yay. Und wieder zurück. Das will ich jetzt unbedingt einmal schaffen. Worms Ultimate Mayhem. Kann ich die Kacke dann wegdrücken, wenn er jetzt irgendwas labert? Ich hoffe mal. Construction of your enemy's weapon factory. Okay. Los, Wurm, spring, flieg und sieg. Fail, ich kann es gleich wieder machen. Ja, definitiv, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Alter. Wurm?
Oh, so ein Fail. Aber bei der nächsten Runde. Bei der nächsten Runde. Na komm, nochmal von neu. Neustart. Ich würde es, also da habe ich jetzt echt Ehrgeiz. Das Level möchte ich ein einziges Mal so schaffen, wie es vorgegeben ist. Construction of your enemy's weapon factory. Laufen. Yep. Ich glaube, dafür brauche ich schon viel zu lange, oder? Hüt. Genau, immer schön an den Rand gehen und dann läuft das Ganze auch. Wow, fuck. Los. Lalalala. Kann ich hier einfach hoch? Yep. Natürlich, wenn man es denn kann. Hä? War da irgendwas an der Seite oder so? Wie kommt man denn da hoch? Bin ich ja gerade auch hochgesprungen? Hm. Verstehe ich gerade nicht, wie ich da gerade eben hochgekommen bin. Doppelsprung, Doppelsprung. Nice. Anstatt ich mit einem Doppelsprung da hochjumpen. Nein. Natürlich immer mit einem ganz einfachen Sprung. Naja. Ich habe es bis jetzt auch nur einmal gespielt, also... Obwohl, wenn man das dann zusammenrechnet mit den anderen Runden bei Reloaded, ist es doch schon peinlich, ja, kann man sagen. Nein! Ey, du... Boah, ey. Also, ich bin kein Fan von den Würmern hier in Worms Mayhem. Das ist... 3D ist toll, aber in Worms Mayhem erschwert es halt irgendwie alles. Für mich jetzt jedenfalls. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Oder ob ihr das Spiel überhaupt habt. Ich meine, man kriegt mittlerweile das Spiel für, oh mein Gott. Ey, jetzt geht er. Alter, mach keinen Stress. Mach keinen Stress. Sekunde, ich rede gleich weiter. Move it, Sunshine. Whee! Los. Oh Gott. Nein. Okay, das ist sehr unfair. Ne, man bekommt das Spiel mittlerweile für 23 Euro. Und dazu gleichzeitig noch Worms Reloaded. Also, das lohnt sich definitiv. Ich weiß nicht, ob das Angebot immer noch steht. Falls doch, ohne Kack, ich würde sofort die Eltern rufen und, also falls ihr jetzt irgendwie selber kein Geld habt, die Eltern rufen und das kaufen. Weil das lohnt sich schon. Das habe ich auch ein paar Kollegen empfohlen, die das Spiel jetzt auch haben. Und besonders Reloaded im Multiplayer ist einfach so geil. Besonders, das wird auch eigentlich nie langweilig, weil immer was anderes passiert, kann man sagen. Da habe ich jetzt, glaube ich, in letzter Woche insgesamt, weiß nicht, 20, 30 Stunden gespielt. War schon echt nice. Ah, okay, es wurde von alleine aktiviert. Ha! Win! Success. Geht doch! You escaped from the building site. Ja, schon klar, ich weiß. Überraschungen. Was? Okay. Ah, nur Minuten 41. Als Belohnung 35 Münzen. Okay. Wow. Hat sich tierisch gelohnt. Dein Feind und Helfer. Das Bild sieht schon mal sehr lustig aus. Hey. Was steht da? Feinde und so militärischen Fortschritt gestoppt. Er hat allerdings noch ein Waffenforschungslabor im Bau. Wenn wir diese Einrichtung zerstören können, haben wir den Feind da, wo wir ihn haben wollen. Also los, zerstört das Waffenlabor. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Also was stand am Anfang? Wir haben alle Versorgungsrouten des Feindes zerstört. Und so seinen militärischen Fortschritt. Okay. Vorgegebene Zeit 8 Minuten. Wow. Das wird lustig. Let's get this job done. And fast. You need to take that building out. By exploiting the weak points. Ja, die TNT-Fässer, die da rumstehen. We don't know of. Agents? What about agents? Just a couple. What do you mean, just a couple? Well, there's one. And there's another one. Just a couple, eh? Hang on, I'm not finished yet. There's another two there. And another one on the roof somewhere. I hate you.